Natürlich. EFG-Munition. Schutzschild. Na komm schon, Mr. Golem. Okay. Nur noch 5 Energie, fuck. Ach ja. Ernsthaft?
Alter Schwede. Ich habe überhaupt keinen einzigen geschafft. Zumindest haben wir die Elite-Wochen alle gekriegt. Dega-Zentralverarbeitung. Du hast den schmelzigen Zubat und kehrst auf den Mars zurück. Du musst den Brunnen verschließen, die Energiequelle des Höhenportals auf dem Mars. Dazu musst du einen letzten Höhensprung wagen. Sammy hat einen Plan, wie dich zum Brunnen zurückschicken kann, aber er wird deine Hilfe brauchen. Mhm. Klingt ja zuverlässig. Mich ja begeistert. Ich bin Vega. Vegeta. Du hast den Schmelztiegel. Mit ihm kannst du die Macht des Brunnens bändigen. Wir haben einen Plan, wie wir dich dorthin bringen können. Vega führt dich durch den Vorgang. Aha. 3 Elite-Wochen. Das ist genau eine zu wenig, technisch gesehen. Oder? Ja. Wir brauchen nämlich 4. Das heißt, wir werden wahrscheinlich das nicht vollkriegen. Beim Zoomen Apparatur für uns den Kopfschuss schauen, zack. Und bewege dich schneller, wenn du durch Touchspieler zoomt hast, zack. 50 Kopftreffer killst. Boah. Die Munde sind bei geringen Schaden benommen. Vega. Die haben also einen einzigen fucking Typen übersehen, weißt du? Und der wird dazu führen, dass ich die eine mega coole Trophy nicht kriege. Wo ich das alles innerhalb einer Kampagne machen muss. Dies ist meine primäre Betriebseinrichtung. Hier wurde ich geschaffen und hier befindet sich meine Kernprozessoreinheit. Es sind etwa 2,4 Terawatt für meinen Betrieb nötig. Aber man hat entschieden, dass wir diese Energie nutzen können, um dich zum Ursprung des Portals zu schicken. Ich werde das nicht überleben, kann mich aber auch nicht selbst vernichten. Daher werde ich dich durch den Vorgang leiten. Alle internen und äußeren Türen der Station wurden gesperrt. Du musst einen Weg hineinfinden und die Sicherheitssysteme abschalten. Moment mal, wieso ist es jetzt hier so eiskalt? Ich meine, das ist auf dem Mars kalt, das ist klar, ne? Also nicht so krass kalt wie hier gerade, aber es ist halt ziemlich kalt.
Aber halt nicht so mega, weil das verwirrt mich gerade, wie man sehen kann. Vielleicht. Das ist mein verwirrtes Face. Craig-Typ. Ernsthaft. Huch. Okay, wir müssen wieder runter. Wenn da Rüstung liegt, ist schon mal immer was Gutes. Ach komm. Au! Au! Okay, wir müssen auf jeden Fall ganz da runter und dann geht's weiter. Auf jeden Fall genug Kraft, um von so einer Drucktür oder Ding abzureißen. Meine Sicherheitssysteme arbeiten auf zwei getrennten Neuralnetzwerken, die in der Wartungseinrichtung zusammenlaufen. Ja. Jedes Ende wird durch ein Energiefeld geschützt. Aber du dürftest das überleben. Dürfte. Aha. Ah ja. Neurales Primärsicherheitsnetzwerk offline. Das war cool. Okay, Alter. Hier unten ist noch so ein Ding.